Ja, das ist ja auch perfekt hier in Spa gemacht, wunderbar ausgeschildert. Es geht hier doch ganz gut hoch, die Schotterwege, die man sich mit den Wanderern teilt, die gemütlich von der Therme hier spazieren. Alles ganz entspannt, die Hunde alle an der Leine. Da könnten wir, hatte ich ja hier auf meinem Kanal, diese Diskussionen über offiziell oder nicht offizielles Aachener Trailnetz. Da könnten sich die Aachener mal einfach mal vielleicht zu Besuch nach Spa gehen und sich mal zeigen lassen, wie das so funktioniert, ganz harmonisch und absolut empfehlenswert hier für ein langes Wochenende zum Beispiel. Genüsslich die Therme genießen, das schöne Örtchen, und gleichzeitig kann man sich hier wunderbar mit dem Mountainbike austoben. Das sind irgendwie 8 oder 9 Lines, die ich ja vorhin gezeigt hatte auf der Tafel auch, und die auch durchaus knackig sind, also gar nicht so ohne, anspruchsvoll. Immer 100 Höhenmeter, das heißt also, wenn man diese 8-9 Mal hochgefahren ist, hat man auch fast 1000 Höhenmeter gemacht. Dann ist es auch Zeit für die Therme zur Entspannung oder ein leckeres belgisches Dinner im Ort. Das ist jetzt die rote Route, das ist aber auch schon ganz knackig. Ja, das geht ganz gut steil runter. Aber super schön. Weil ich finde, dafür, dass das rot gekennzeichnet ist, das ist durchaus knackig. Gerade jetzt im Herbst, wo es so glitschig ist. Aber immer mit Warntafeln wie hier bei Sprüngen. Sehr schön gemacht. Ja, und es war gut, dass ich die Winterreifen aufmontiert habe. Mein Laufradsatz für den Winter, für den Schlamm. Dieser Magic Mary Ultrasoft, schaut her, wie schön der den Matsch wieder rausschmeißt. Der funktioniert 1A, denn das ist doch gar nicht so ohne. Das sieht trocken aus, aber es ist doch ganz schön schmierig. Und der neue Nobby Nick Evo hinten, der ja auch so ein bisschen jetzt als Enduro-Reifen beworben wird, wenn ihr da schaut, der ist allerdings jetzt wirklich ganz schön zugesetzt mit dem Schlamm hier. Von daher, der ist auch echt glitschig. Ich bin jetzt ein paar Mal echt übel gerutscht. Und das kommt natürlich daher, weil der Reifen sich komplett zugesetzt hat. Also das begeistert mich jetzt nicht so ganz. Dieser Attix Nobby Nick Super Trail in Soft. Aber was soll's. Ein bisschen Driften auf dem Hinterrad ist ja in Ordnung. Trotzdem, selbst hier auf der blauen, ganz schön glitschig. Also selbst da muss man ganz schön aufpassen. Aber herrlich zu fahren. Also die blauen sind wirklich unproblematisch. Aber auch nicht ganz einfach.
jetzt bin ich auf dem ungefähr 7. April. Jetzt wird es langsam zäh. Aber ich bin immer noch absolut begeistert von den Routen hier. Wie nett das gemacht ist. Insbesondere auch, wie nett das gemacht ist. Ohne viel Aufwand. Mit ein paar Sicherheitsschildern. Und einem Schotterweg als Zubringer, der mehrfach kreuzt. Und die schön ausgeschilderten Routen, die sehr schön gepflegt, markiert und auch auf der Webseite von Spar als GPX runterladbar sind, aber das braucht man eigentlich gar nicht, weil die gehen alle von dem oberen Schotterweg ab, einer nach dem anderen und sind mit Beschreibung und scannbarem QR-Code ausgeschildert, sodass man sich die Strecke vorher angucken kann auf dem Video und entsprechend wählen kann. Wenn ihr startet, ideal ist es zum einfach, weil die sind alle gar nicht so leicht. Wenn ihr euch da einfahren wollt, ist die Lalola ist die einfachste blaue Piste. Die ist perfekt zum Einfahren, da ist also gar nichts Schwieriges, weder Sprünge noch sonst was. Kann man perfekt durchcruisen und ist perfekt zum Einfahren geeignet. Ansonsten bei allen anderen muss man ein bisschen aufpassen, gerade jetzt im Herbst, wenn es glitschig ist. Gut steinig, wie der Name sagt, Ardennenrock. Aber eigentlich gut zu fahren. Also witzigerweise sind die schwarzen teilweise bis auf die großen Sprünge einfacher zu fahren, weil nicht so glitschig wie die roten. So als Tipp für euch. Also wenn ihr mit den roten schon ein bisschen Probleme habt, nicht erschrecken lassen. Die schwarzen lassen sich eigentlich einfacher fahren, wenn man dann vielleicht die Sprünge umfährt. Oh, das ist natürlich knackig hier. Wenn man da nicht genug Schwung hat, Mahlzeit. Das wird bei mir wieder lauftechnisch überwunden.